Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben, als wir gerade dabei waren, ja, Stangen zu holen, weil ich aus unerfindlichen Gründen nicht mehr genügend Stangen hatte. Kann man das glauben? Nein, ne? Kann ich auch nicht. So, das Thema ist, wir müssen natürlich dementsprechend von der Leitung, wo wir den Strom abgezappt haben, nach oben führend uns eine Leitung bauen. Und nicht nur muss ich mir eine Leitung nach oben bauen. Nein, sondern ich muss ja auch daran denken, dass ich mir noch Biofuel Generator hinstellen muss. 4 oder 5 Stück, die dazu führen, dass da noch mehr, ja, Strom parallel hergestellt wird. Zumindest bis die Dinger anspringen da oben. Jetzt habe ich die Leitung schon mal bis hier vorne hingebaut. Jetzt ist erstmal noch wichtig, da unten weiterzubauen, was anbetrifft hier mit Container und Fuel Generator. Ah, und einige sind schon wieder rot, weil er natürlich trotzdem weiter verarbeitet, ne? Ja, das war klar. Dann hole ich mir noch mal ganz viel Grün. So. Ja. Und merke, dass ich hier hinten noch gar keine Kreuzung dran habe. Logistik-Geschichte hier. So. Ja, ich weiß, das sieht etwas komisch aus. Aber es erfüllt ja auch seinen Zweck, wenn ich das so baue. So. Daher ich erstmal noch nicht weiß, wohin mit dem Rest von dem ganzen Spaß. Lage ich erstmal zwischen dementsprechend. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
9, 18, 27. 300. 330. 360. 9, 10, 11, 12. So, betanken tue ich alle schon mal ein wenig. Ah, manchmal. Okay. Ich hoffe, dass das länger hält. Muss er nur so lange halten, bis da immer so der erste Biofuel läuft. Dementsprechend müssen die Dinger auch erstmal sein. Verdammt. Nicht nachgedacht. So. Jetzt springen die an allmählich. Juhu! Und dementsprechend sollte es, nachdem es gerade gespeichert, so langsam aber sicher auf den Biofuel umschalten. Auch wenn es gerade noch nicht viel da ist. Aber jeder Biofuel-Generator produziert 150 Megawatt. Und ich werde die nicht mehr benötigen da hinten, die... Ja. Also Fuel Generator produzieren 150 im Gegensatz zu dem Biofuel. Wodurch hier die noch durchbrennen dürfen. Ne? Das heißt, wie viel produziere ich jetzt an Strom? Was sagt er an? Ja, noch ist es schwankend, aber... Ja, ich sage ja noch, es ist schwankend, aber 600 ist gerade aktuell Minimum. Na, noch fehlt auch noch der ganz hinten, ne? Dass die da alle noch laufen. Und
was auch noch fehlt. Oh, das könnte ich sogar bauen. Jetzt ein Überschuss-Tank. Ich habe ja jetzt aus meiner Vergangenheit gelernt, ne? Und baue jetzt mal eben. Nenne es mal zwei Überschuss. Tanks. Das heißt, alles Fuel, was an Überschuss entsteht, sofern welches in Überschuss entsteht, wird automatisch in diese Tanks umgeleitet. Und können das dann auch nochmal zusätzlich ja, zurückgeben. Was mich dann auf die nächste Idee bringt. Wobei Öl kommt eigentlich auch gerade so viel an, wie es benötigt wird. Gut. Ich glaube, der erste müsste ja jetzt auch schon quasi voll sein. Ja. Der kriegt immer direkt wieder genügend rein. Der zweite ist auch am immer voll sein. Dann ist jetzt der dritte dabei, immer voll zu sein. Der vierte kriegt so langsam seinen Ölvorrat. Der fünfte auch. Und der sechste dann dementsprechend auch jetzt bald. Oh. Ich freue mich. Und ich sehe schon, das könnte tatsächlich auch ein Problem darstellen, wenn ich so wenig einbedenke. Hat es noch einen anderen Vorteil, meine ich. Wenn ich so hoch baue. Ich brauche nicht so viel ja, Laufband hin und her legen über verschiedene Feldecken, sondern kann es einfach über den Fahrstuhl nach oben weiterleiten. Und der Buffer sorgt dafür, hier unten, dass es sich sammeln darf. So, die lasse ich erstmal noch ganz kurz. Auch wenn nicht vonnöten. Ich brauche wieder normale Plates. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Aber nichts, was man nicht wieder irgendwie organisiert bekommt, ne? Wie viel Strom produziere ich?
Offensichtlich läuft es ist ja jetzt ja glatt, das heißt, 900 produziere ich nochmal. Und das darf jetzt auch in dieses System mit einfließen. Somit produziere ich hier 1800 Strom. Und wenn ich Platten habe, kann ich auch den Abfall in Richtung Schredder lotsen. Wow. Ich merke schon immer, wenn man sich beschleunigen lässt, hat man so einen kleinen, aber feinen Vorteil. Das sieht jetzt gerade ein bisschen schlecht aus mit den Platten. Aber wobei, das sieht doch ganz gut aus. Hab noch genügend hier auf Vorrat liegen. Vor allem so viel zum Thema Basis 2 wird etwas optimaler. Ich bin jetzt schon wieder im Chaos-Modus eigentlich schon wieder, wenn man sich das so anguckt hier, den Aufbau. Aber in nicht allzu ferner ja, Aufbau-Zukunft, nenne ich es jetzt mal, kann es ja sein, dass ich Basis 1 und 2 nochmal optimiere von der Aussicht her und auch vom Produktionsquote her. Das heißt, ich werde ganz viel daran herumwerkeln, das aber auch im Off machen. Zum Großteil. Was hat denn die Zeit? 16 Minuten. Das ist vertretbar. Kurzer Speicherruckler, man kennt ihn.
Wie mache ich denn das? Warte mal. Genau. Einfach etwas invertiert bauen. Boah. So, jetzt läuft das hier rein. Ein bisschen was im Inventar gekriegt, ist nicht so schlimm. Oh, und ich sehe schon, es wird langsam aber sicher eng mit dem Platten mal wieder. Ja, sogar zu eng. Ich muss wieder welche holen erst. Aber ich bin der Meinung, es läuft jetzt. Das Material wird ja auch erstmal nur hier zwischengelagert. Und bis zum Schredder ist es ja auch nicht mehr allzu weit. Weil der ist ja schon hier auf dieser Plattform drauf. Auf dieser Plattform drauf? Was ist denn hier los? Wo ist denn der, der in der Ecke stehen sollte? Hä? Habe ich ihn wieder abgebaut? Eigentlich sollte der hier stehen. Also ich hatte ihn ja zumindest schon mal stehen da. Soweit ich mich entsinne. Habe ich den aus unerfindlichen Gründen mal abgebaut gehabt? Und wenn ja, warum? Und am besten gleich zwei, damit halt... Ja... Doppelte oder sogar dreifache Ladung. Verbraucht werden kann. Okay, jetzt muss ich erstmal sowieso Platten holen. So kriege ich sonst eine Krise dabei. Also von daher Basis 1 wieder aufsuchen. Und dann im nächsten Part weitermachen, würde ich sagen. Oder? Ich glaube, ne? Ja, das dauert eine Weile. Von daher würde ich sagen, ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen, fürs Thumbs Up dabei sein. Und ich würde sagen, man sieht und hört sich einfach beim nächsten Mal hier wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saus, haut rein und ciao, tschüss.